An einem perfekten Tag rede ich mit Michael Truppe von Let's Bastel über das Thema Perfektion. Genial, oder? Schaut's euch an. Dass man von denen echt viel lernen kann, gerade in Hinsicht auf Disziplin. Das ist total verwackelt, ne? Ja, und dann? Ich würde es so hochladen. Genau um das geht's. Das muss nicht perfekt sein. Die Leute wollen das echt sehen. Also du würdest das jetzt echt hochladen? Auf jeden Fall, klar. Das muss nicht perfekt sein. Aber es ist nicht perfekt. Ja, das ist doch gut so. Ja, Leute, und genau darüber rede ich nämlich heute mit dem Michael. Grüß euch. Michael Truppe ist euch ja, denke ich mal, allen auch schon ein Begriff. Wir haben ja auch schon mal ein Video gemacht. Wir haben über das Thema Ziele setzen gesprochen. Heute reden wir über das Thema Perfektion. Was fällt dir denn so spontan ein, wenn du das Wort Perfektion hörst? Dass etwas zu lang braucht und eventuell dann gar nicht zu etwas kommt. Okay. Also Perfektion ist für dich schon eigentlich negativ belegt? Nein, negativ nicht. Perfektion ist für mich etwas, das nicht sein muss. Was ist denn dir stattdessen wichtiger? Also mir als YouTuber, du bist ja auch YouTuber, wir quatschen ja und unterhalten uns viel. Und mir als YouTuber ist wichtig, dass ich, jetzt fällt es runter. Ja, das ist total unperfekt. Das ist auch nicht perfekt, aber das ist alles ja, nicht perfekt. Es ist das echte Leben. Und ich denke, die Leute sind mehr an echtem Leben interessiert als irgendwas Inszeniertes. Und zum echten Leben gehören auch Fehler dazu, Dinge, die schief gehen, die schief laufen. Und das kann ja auch etwas Anziehendes sein, etwas Echtes, etwas Natürliches. Hm. Perfektion ist ja meistens auch damit verbunden, dass etwas sehr, sehr lange dauert. Heißt das für dich im Umkehrschluss, wenn du sagst, Perfektion ist mir nicht wichtig, dass du mehr schaffst, weil du mehr Zeit für andere Sachen hast? Naja, man muss sich natürlich Gedanken machen. Es gibt so einen schönen Satz, mach etwas lieber zu 80% richtig als zu 100% gar nicht. Bei dieser Perfektionsgeschichte geht es weniger darum, etwas überhaupt gut zu machen. Ja. Das sollte man natürlich schon probieren. Bei der Perfektionsgeschichte geht es darum, als Beispiel nehmen wir an, ich möchte etwas programmieren für Leute und ich überlege mir, wie ich das perfektioniere und was ich für Features einbaue. Und ich überlege ein Jahr und ich programmiere fleißig in meinem Kämmerchen. Und dann gibt es irgendeinen Jugendlichen, der programmiert die Grundkenntnisse, die Grundsache, bringt die Plattform raus, die Leute finden es cool und es wächst. Wo bleibt es der es perfekt gemacht hat? Das interessiert danach keinen mehr, weil es das dann schon gibt. Und das ist die Sache mit der Perfektion, wie ich finde. Du hast jetzt eben das angesprochen, so mit den 100% und mit den 80%. Es gibt ja noch so eine Regel, die kennst du ja auch, die 80-20-Regel. Pareto. Und, genau, Pareto. Und die besagt ja, du schaffst normalerweise in 20% der Zeit 80% der Aufgabe und die restlichen 80% verschwendest, kommt ja darauf an, wie man es sieht, eigentlich nur noch auf die letzten 20%. Und die Regel besagt, man soll eigentlich wirklich sehen, dass man ja, sich auf diese 80%, die wirklich wichtig sind, in 20% der Zeit konzentriert. Ist das sowas, was du versuchst? Also mir ist Pareto bekannt, ja. Vielleicht beachte ich unbewusst Pareto. Aber ich setze mich jetzt hin und gucke, was sind meine 80% oder meine 20%, die ich richtig machen kann. Ich mache es einfach. Ich mache das, was mich nach vorne bringt. Und was mich nach vorne bringt, mache ich. Wir haben uns ja am Beispiel von dir. Du brauchst für ein Video teilweise 3 Tage zum Schneiden. Nein. Ja. Das ist jetzt, also nicht für die YouTube-Videos. Das sind dann andere Videos, die wirklich auch 1-2 Stunden lang sind. Sag ich mal, für ein normales YouTube-Video brauche ich, was immer noch zu lang ist, 4 bis 5 Stunden, weil ich dann wirklich sitze und denke, ah, hier könntest du noch eine Einblendung machen. Genau. Und ach, der Schnitt, den könntest du eigentlich noch ein bisschen vorversetzen. Was wahrscheinlich auch euch, würde mich mal interessieren, schreibt es bitte in die Kommentare. Vielleicht kann ich da wirklich auch ein bisschen Beruhigung ableiten, was euch wahrscheinlich alles total egal ist, wo der Schnitt jetzt ist. Ihr wollt einfach eine gute Information und einen guten Inhalt haben. Und ich glaube, das ist das, wo du wirklich ja auch irgendwie konsequenter bist. Du sagst, hey, ich schaffe lieber mehr Videos, biete meinen Leuten mehr Inhalt, als dass ich jetzt ein perfektes Video mache, wo jede Klappe und jeder Schnitt genau stimmt. Genau, ich würde meine Videos als gut betiteln. Ja. Und diese restlichen 20%, wie du gesagt hast, da bräuchte ich noch 80% meiner Zeit. Das heißt, ist jedes einzelne Bild perfekt, ist der Ton. Es geht nicht um perfekt. Und da sind wir beim Thema. Es geht nicht um perfekt.
gut ist gut genug. Ich sehe das ja auch bei vielen meiner Klienten jetzt im Mentaltraining. Also gerade so bei Golfern, da gibt es extrem viele Perfektionisten. Und da sehe ich immer so einen negativen Teufelskreis. Die wollen perfekt sein. Das schafft einen extremen Druck. Durch diesen Druck sind sie noch angespannter, sind noch schlechter, als sie eigentlich sein könnten. Genau. Ja, sind dadurch noch frustrierter, haben noch weniger Selbstwertgefühl. Und ich bin ja der Meinung, dass Perfektionismus immer auch so ein bisschen mit oder häufig mit mangelndem Selbstwertgefühl einhergeht. Also wenn ich irgendwie mir selbst nicht so sicher bin meiner Person, dann versuche ich vielleicht das, was ich den Leuten zeige, was ich mache, meine Leistung, umso toller darzustellen, also umso perfekter zu machen. Sehe ich nicht so. Nee? Ich verknüpfe das überhaupt nicht mit Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein. Für mich ist es einfach, die Leute wollen etwas einfach, aus irgendeinem inneren Antrieb zu sagen, das muss perfekt, das... Ich weiß nicht, was die für die Motivation haben, aber es braucht es einfach nicht. Ja. Wir reden hier nicht den Unterschied zwischen gut und schlecht. Wir reden hier zwischen gut und sehr gut. Da, über das reden wir. Und da... Sprich zu Ende. Ja, und da... In der heutigen Zeit finde ich es, man muss natürlich gewisse, ja, ein Arzt kann nicht nur Sachen gut machen, ja, ein Gehirnchirurg, der kann nicht sagen, ach, die Ader nehmen wir jetzt nicht zusammen, das nehmen wir zu. Natürlich gibt es gewisse Dinge, da musst du perfekt sein. Mhm. Aber jetzt gerade im kreativen Bereich finde ich halt Perfektion ist einfach hemmend, störend und tut überhaupt nichts, ist überhaupt unrelevant. Was mich mal interessieren würde, wäre jemanden, vielleicht gibt es da jemanden bei euch, der sagt, also ich versuche schon nach dem Perfekten zu streben und ich finde das auch okay so. Mich würden da wirklich mal interessieren, was ist denn da so, was ist eure Motivation, wenn ihr denn Perfektionisten seid? Kennst du Leute, die sagen, ich bin Perfektionist und das ist gut so? Ja, so ad hoc fällt mir da jetzt keiner ein, aber natürlich kenne ich solche Leute auch. Und das sind halt auch die Leute, die halt wenig auf die Straße bringen. Ja? Der eine macht 10 unperfekte Videos die Woche und der andere macht ein perfektes Video im Monat. Dann frage ich dich, wer wird erfolgreicher? Gut, es gibt natürlich bei allem eine Ausnahme. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, das kommt ja, man kann natürlich jedes Detail abwägen, aber es geht ja hier wirklich einfach um, ist perfekt jetzt speziell auf YouTube notwendig? Und da ist meine ganz klare Antwort, nein. Gut, jetzt sind ja die wenigsten wirklich auch aktive YouTuber. Aber ich glaube, das ist schon auch im Großteil unseres Alltags ist es eigentlich einfach nicht notwendig, oder? Nein, ich muss ja nicht, wenn ich, Beispiel, ich werde eingeladen auf eine sehr schicke Veranstaltung, ja, dann muss ich auch nicht das perfekte Jackett und die perfekte Farbkombination, ja, dann komme ich da hin und sehe beispielsweise, was weiß ich, da sind 2 im Hasenkostüm, weil die auch, und dann ist der Perfektionismus auch schon wieder hinfällig. Ich sehe das bei Klienten häufig, die sich auf Vorträge vorbereiten, also die bei mir im Auftrittstraining sind und dann tagelang an einer PowerPoint-Präsentation rumfeilen und dann wird da noch überlegt und der Übergang, das kann man noch besser machen, da könnte ich noch einen Soundeffekt reinbringen. Eine PowerPoint-Präsentation von einer Viertelstunde letztendlich und sind dann eben auch total enttäuscht, dass die Leute es gar nicht wertzuschätzen wissen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass bei dem Beispiel es so ist, dass dann die PowerPoint überhaupt nicht so toll ist, weil man zu viel Gedankenkraft auf, ich erinnere mich noch an die ersten Videos, die ich geschnitten habe, mir war wichtig, was gibt's für Übergangsarten, schicke Übergänge, tolle Soundeffekte. Der Inhalt war einfach nicht gut. Ja, das kommt noch dazu. Und was wir ja vorhin auch gesagt haben, du baust dir selber einen unglaublichen Druck auf, weil du sagst, ich habe jetzt so viel Zeit darin investiert, jetzt muss dieser Vortrag auch super, super gut werden. Das heißt, du bist innerlich noch angespannter. Was mich jetzt mal interessieren würde, hast du denn Tipps, wie man gegen seine Perfektion ankämpfen kann, wenn man das denn möchte? Es mal anders einfach nur ausprobieren. Einfach mal gucken, jetzt ich kann es halt nur auf YouTube beziehen, das ist halt bei mir immer sehr präsent. Ja, ich habe auch schon Videos veröffentlicht, wo ich gedacht habe, ja, kannst du dahinter stehen, aber sind es nicht so. Und da kam auch so, wow, tolles Video. Ich kann einfach nur sagen, mal anders bewusst probieren und sagen, okay, es ist jetzt nicht perfekt. Ja. Warten, was für Reaktionen, und das gilt ja bei allen Dingen, ob ich jetzt mich anziehe etc., das gilt nicht nur für YouTube, und da mal abwarten, ob meine Umwelt jetzt
unglaublich anders auf mich reagiert, wenn ich etwas nicht perfekt mache oder ob der Umwelt das gar nicht auffällt. Mhm. Und wenn es mir nicht auffällt, dann kann ich immer überlegen, okay, vielleicht starte ich ein zweites Experiment und so kann man das fortsetzen. Ich habe noch einen Tipp, den ich auch meinen Klienten häufig gebe, also gerade wenn es um Vorbereitung geht, setz dir ein Zeitlimit. Also wenn du dir sagst, ich muss morgen eine Präsentation halten und ich gebe mir jetzt eine Stunde Zeit, um diese PowerPoint-Präsentation zu machen und nach einer Stunde lasse ich alles fallen, speichere die Präsentation und sie ist fertig und sie wird so gehalten. Kennst du das Parkinson'sche Gesetz? Parkinson'sche Gesetz? Ich bin jetzt kurz vor einem ganz billigen Witz, den bringe ich nicht und sage ja, einfach, nein, kenne ich nicht. Die Zeit, die du hast, in der bringst du es fertig. Hast du für eine Arbeit 8 Stunden, ja, brauchst genau. du 8 Stunden. Richtig. Hast du eine Stunde, brauchst du eine Stunde. Genau, und das heißt, reicht auch. Genau, ja. Setz dir eine Zeit. Ja. Wenn du, das ist ein guter Tipp, würde ich auch so machen, wenn ihr irgendetwas macht, ich beziehe es halt wieder auf YouTube, weil das einfach mein präsentestes Beispiel ist. Setzt euch ein Zeitlimit, kann man ja auch beim Anziehen nehmen, ja, beim Anziehen Beispiel. Ja, normalerweise brauche ich 8 Stunden, mich zu schminken. Ja, dann nehme ich mir halt heute mal eine Stunde. Ja. Brauchst du echt 8 Stunden fürs Schminken? Ja, ist ein länger bei mir. Ja, und bei den Sportlern ist das übrigens genau das Gleiche. Bei meinen Golfern, ich habe Golfer, die stehen dann am Abschlag, bevor die den Ball schlagen, da vergehen 1,5 Minuten. Und auch da wird natürlich die Anspannung immer größer, wo ich auch sage, hey, mach das mal, stell dich hin, gib dir 10 Sekunden und dann schlägst du den Ball. Egal, welche Überlegungen du schon getätigt hast oder noch nicht. Ich finde, das ist immer so ein ganz gutes Hilfsmittel. Hast du sonst noch Tipps? Was kann man sonst noch machen? Einfach machen. Mein Motto, einfach machen. Ja. Ich habe mich letztens auch wieder bei irgendwas... Gar nicht so viel nachdenken. Ja, das ist, wir haben auch gerade das Kamerasetup aufgebaut. Ja. Du hast ja auch hier noch die Einstellung und da. Und ich habe zu dir gesagt, in der Zeit hätte ich das Video schon gedreht. Ja. Hallo, Katze. Und er hat mich so unter Druck gesetzt, dass wenn dieses Video jetzt nicht perfekt ist, seine Schuld. Du hattest ja Angst, es ist was unscharf, mal kurz. Nicht mal kurz, ich habe halt Angst, dass es ganz unscharf ist. Aber ja, ganz unscharf wäre natürlich blöd. Das eben. Hat dann aber nichts mehr mit perfekt zu tun, sondern das wäre dann... Doofheit. Nein, aber das wäre dann wirklich unbrauchbar. Ja. Aber wenn jetzt mal, keine Ahnung, mein Gesicht klar. für 20 Sekunden wegen der Sonne, das nimmt einem niemand übel. Ja. Ja, da sitzt jetzt keiner davor und denkt, boah, der böse Harald, voll schlecht gewählt. Ja. Und darum geht's halt. Lasst es uns wissen, wie ihr dieses Video findet, ob es... Ob es euch auch schon so gegangen ist. Ja, das natürlich auch. Und mich würden auch mal Beispiele interessieren, wo ihr vielleicht versucht, perfekt zu sein und wo ihr wirklich auch aufgegeben habt, perfekt zu sein und wie es dazu kam, dass ihr es aufgegeben habt. Schreibt es unten in die Kommentare. Michael und ich sind, glaube ich, beide sehr, sehr interessiert daran. Auf jeden Fall. Man kann nur dazulernen. Also ich habe... es ist immer gut, wenn man mehrere Modelle im Kopf hat, wie man etwas behandeln kann. Je mehr Modelle... desto fortgeschrittener, finde ich, ist man im Leben. Jetzt muss ich natürlich auch irgendwie meine Abmoderation verändern, weil ich ja gerne so sage, gebt euer Bestes. Aber man kann auch sein Bestes geben und es ist halt dann nicht unbedingt perfekt, ne? Genau, Das Beste muss nicht perfekt sein. Richtig. Also in diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Gebt euer Bestes. Macht's es gut. Macht's es gut. Servus. Ciao. Er war doch okay. War nicht perfekt. War nicht perfekt. Aber es war okay. Ja, genau, eben nicht. Können wir auch noch gleich hängen lassen. Das kannst du ja auch noch gleich hängen lassen. Also, piep, und dann kommt es noch kurz. Ja, genau. Okay.